lieber Wassermann, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Juli 2021 bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch deinen Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, wo du auch diese Golden Art Nouveau Tarotkarten finden kannst. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Also, Wassermann, ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie du wie eine Furie Rosenblüten in der Luft zerreißt. Das sind um dich herum sind da Rosen und du nimmst eine Blüte nach der anderen und zerreißt sie. Ja, du zerfetzt sie in der Luft mit deinen Händen. Ich glaube, es wird dir im Juli nicht so recht gefallen, was aus gewissen Dingen geworden ist. Ja, du scheinst da etwas investiert zu haben, du scheinst Ressourcen in irgendwas gesteckt zu haben, ja, das sind dann so die Samen der Rose und dann ist die Rose gewachsen und dann ist die Blüte, die Knospe gekommen und dann hast du darauf gewartet, was wird und im Juli öffnen sich diese Knospen und das gefällt dir nicht, was draus geworden ist. Mein Hinweis könnte jetzt sein, dass du ja die Samen für das selbst gepflanzt hast. Wassermann, hast du vielleicht in der Zwischenzeit deine Meinung geändert und willst doch was anderes? Fünf der Münzen. Na, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Du bist unzufrieden damit, wie weit du nicht gekommen bist. Zehn der Münzen hätten erreicht werden sollen und du erfährst im Juli, sind fünf der Münzen. Das Ziel ist nicht erreicht. Einfach zur Information. Ich gebe hier keine Börsentipps oder so Aktientipps und solche Dinge, ja? Ich könnte. Ich bin studierte Betriebsökonomin, ich darf, ja? Aber ich tue das nicht. Ich finde, das ist denen vorbehalten, die bei der Bank auf das spezialisiert sind. Die bei der Bank auf das spezialisiert sind, ja, und ich glaube, man braucht sogar eine spezielle Ausbildung, noch ein Zusatzdiplom, um Menschen raten zu dürfen, was sie kaufen sollen an der Börse, irgend sowas, oder ihr Geld verwalten dürfen an der Börse. Ich sage hier nicht voraus, dass du Verluste einfahren wirst, ich sage hier voraus, Wassermann, dass das, was du zur Hand hast, dir nicht genügen wird. Im Juli. Und dann könntest du dazu neigen, das Ganze abzubrechen. Ja. Das kann in einer Beziehung sein, wo du stinksauer darüber bist, dass da immer noch nichts gefestigt ist zwischen euch beiden. Ja. Falls du hier in Papiere investiert hast, dann sind die Aktien nicht so schnell gestiegen, wie du gedacht hast. Ja. Also ich sage nicht Verluste voraus, sondern weniger Gewinn als gedacht. Ja, die Rosen sind schon da, aber nicht so, wie du sie dir vorgestellt hast. Page der Kelche. Du fragst dich, ob du... Moment. Du fragst dich, ob du dich auf das Richtige konzentrierst hier. Es kam bei dir in letzter Zeit sehr oft vor, Wassermann, dieses Hinken zwischen Stabilität und Liebe. Stabilität, Liebe, Herz, materiell, Herz, materiell. Dieses Hin und Her hattest du immer wieder. Und du wirst hier im Juli einen Moment haben, wo du merkst, dass in das du investiert hast mit deinen Ressourcen und alles, kommt nicht so weit, wie du erwartet hast. Und dann fragst du dich, sollte ich nicht lieber das verfolgen, was... sollte ich nicht lieber was Neues verfolgen? Ja, das meine Neugierde wecken kann. Soll ich jetzt nicht lieber einen Kirschbaum pflanzen oder so? Ja. Der Magier. Von vorne. Ich fange von vorne an, sagst du.
Bist du dir sicher, Wassermann? Ich fange von vorne an, sagst du. Und ich kann ewig von vorne anfangen. Das Ewigkeitszeichen ist da auf deinem Kopf. Über deinem Kopf schwebt hier die liegende 8. Ich werde einfach wieder von vorne anfangen. Ich bin mit den Rosen um mich herum, bin ich nicht zufrieden. Das wollte ich nicht. Ich fange einfach nochmals an. Bei 0. Ach, der Stäbe. Der Magier und 8 der Stäbe. Hier die liegende 8, hier diese 8 der Stäbe. Du, okay, du brichst das Ganze nicht ab, sondern gehst es auf eine andere Art und Weise ein, um an, du gehst es so auf eine andere Art und Weise an, um es schneller voranzubringen. Was heißt das? Du hast hier zum Beispiel, also hier als der Magier hast du alle Tools auf dem Tisch liegen. Und ursprünglich hast du dein, ah, ich habe dein Herrchen im Gesicht, so. Pardon? So. Ursprünglich hast du die Ressourcen zur Hand genommen, ja, Zeit gegeben, Geld gegeben, Ressourcen gegeben, Versprechungen eingehalten und die Treue bewahrt und so Zeugs. Und dann hast du jetzt im Juli nicht genug zur Hand. Du hast das Maximum nicht erreicht, indem du diese Ressourcen hineingesteckt hast. Und jetzt stehst du wieder vor deinem Tisch und überlegst dir, was sollte ich dieses Mal einsetzen? Ja, weil ich brauche hier mehr Tempo, sagst du. Okay, gut. Ich nehme mein Wort von vorher zurück. Eigentlich ist das genau die richtige Vorgehensweise, ja. Man nimmt hier was und dann schaut man, was passiert. Und dann nimmt man hier nochmal was auf vom Tisch und dann hier das andere und dann hier das andere. Ja, man reagiert sozusagen situativ auf etwas. Kraftkarte. Hier auf ihrem Kopf die liegende 8. Siehst du, es glänzt ein bisschen. Hier die liegende 8, hier die liegende 8 und 8 der Stäbe hier in der Mitte. Du wirst die Situation hier durch deine angepasste Verhaltensweise Wassermann retten können. Ja, erst große Arkana Nummer 1, große Arkana Nummer 8 hier, das ist der Eremit. Du scheinst hier in einem Gebiet tätig zu sein, ja, egal ob das jetzt eine Beziehung ist, ein Job ist, ein Projekt oder sonst was ist, wo du über sehr viel Weisheit verfügst und über sehr viel Erfahrung verfügst und ich könnte dir 100 weitere solche Fälle geben und alle könntest du lösen. Ja, das ist geil. Doch. Du sagst, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, wie ich das vorwärts bringen kann, so dass es da noch was zu ernten gibt. Ja? Ich habe die Kraft dazu, ich habe das Wissen dazu. Achte große Arkana hier, 5 und 3 hier. Ich weiß, wie wir die Situation so vorwärts bringen können, dass es hier was zu feiern gibt. Ja, und zwar werde ich hier als Page der Kelche mit Kreativität, Freundlichkeit, mit Flirts, mit Networking, mit all dem, was eine Verbindung von Herz zu Herz aufbaut, werde ich jetzt hier vorwärts gehen. Warum? Weil ich die Erfahrung habe in solchen Dingen. Du hast hier überall die 8, sagst du mir. Ja, hier zweimal die liegende 8. Ich weiß, wie man in einer solchen Situation vorgeht. Zuerst holt man die Münze hervor, investiert und macht und tut. Und wenn es dann vorwärts gehen soll, nimmt man diesen Kelch da und dann geht man hier mit dem Herzen vorwärts. Ja, und dann zu einem späteren Zeitpunkt werde ich mir dann nochmals überlegen, was ich hier vom Tisch nehme, um hier etwas weiterhin zu manifestieren. Der Magier, der holt hier vom Himmel die Kraft, um etwas hier auf Erden, nicht die Kraft, der holt hier vom Himmel etwas und manifestiert es hier auf Erden mit dem Einsatz von verschiedenen Tools. Er nimmt immer ein Tool nach dem anderen. Nicht wie der Herrscher und die Herrscherin alle aufs Mal, sondern der nimmt eins nach dem anderen zum richtigen Zeitpunkt. Und du spürst hier diese Umkehr. Ja. Du, also im Beruf geht es hier darum, dass du merkst, okay, ich muss jetzt ein bisschen Networking betreiben, ich muss hier jetzt mehr Events
zusammenbringen oder Menschen zusammenbringen, zusammenarbeiten und alles. In der Liebe geht es darum, dass du merkst, okay, mein Gegenüber möchte mehr Liebe von mir, mein Gegenüber möchte jetzt mehr Zärtlichkeiten, schöne Wörter, ja, darin gefestigt sein, dass ich diesen Menschen auch wirklich liebe. Und genau das setzt du dann auch ein. Und am Ende gibt es was zu feiern hier. Ja, ich ziehe dir noch eine Robert-Betz-Karte hier. Das hier sind der kleine Führer zum großen Erfolg-Karten, findest du auch unten aufgeführt, ja, von Robert Betz. Einfach noch zur Info, da ich jetzt die Juli-Legungen rausbringe, sind die Juni-Legungen um 50% rabattiert, 50% günstiger. Du findest sie auf meiner Webpage inbalstarot.com, ja. Und noch eine weitere Info, ich werde bei 40.000 Abonnenten die nächste fast persönliche Legung publizieren. Okay, deswegen fleißig abonnieren, bitte. Eine Karte bitte für Wassermann im Juli 2021. Fühle deine Gefühle, bejahend. Gedanken erschaffen Gefühle, so hast du seit deiner Geburt viele Gefühle erschaffen und dann gelernt, sie abzulehnen. Angst, Wut, Trauer, Scham, Schuld, Ohnmacht und andere. Diese Gefühle können dich nicht verlassen, solange du sie ablehnst und nicht bereit bist, sie bejahend zu fühlen. Ja, genau das tust du. Du merkst hier, oder? Ich habe hier Scham, Schuld, Ohnmacht, weiß nicht, was tun. Oder? Und du sagst, was tue ich jetzt damit? Du lehnst es nicht ab. Ja, das macht er schon. Das tut Wassermann schon, Robert Betz. Nimm dir Zeit für all deine unangenehmen Gefühle und fühle sie atmend, neugierig, erforschend, beobachtend und annehmend. Öffne dein Herz für das liebevolle Fühlen aller Gefühle. Also du sollst auch negative Gefühle annehmen können, wenn du Wut spürst, damit dich konfrontieren, Angst, Trauer, Scham, Schuld, Ohnmacht. Gut, es ist ja schon ein bisschen eine Umleitung, die du hier tust, ja, anstatt hier dann zu Sechs der Münzen überzugehen, ja, das Herstellen von Geben und Nehmen, ja, sich da hinsetzen, darüber reden, wie man das jetzt wieder korrigieren kann, gehst du einen anderen Weg. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Na, ist einfach ein Rat. Ist nur ein Ratschlag. Ich finde das cool, wie du hier vorgehst. Meine Meinung. Also, schauen wir mal. Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich ziehen, sobald ich irgendwo Action sehe. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Und da, wo ich Action, nicht da, wo ich Action, diese Karten hier werde ich fragen, was du, Wassermann, vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt, ja? Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye!